Herzlich willkommen bei der Videoerklärung des Mini-Kombidämpfers. Beachten Sie die verschiedenen Zubereitungsfunktionen. Kühlung zum Abkühlen des Gerätes nach der Zubereitung geeignet. Heißluft, Zubereitung ohne Wasser in der Wasserschublade. Kombidampf und Dampf. Zum Vorheizen drehen Sie den Garfunktionsregler auf Heißluft. Der Lüftungsregler bleibt immer auf halb offen, die Temperatur beträgt bei jeder Zubereitung 200 Grad. Stellen Sie die Zeitschaltuhr auf manuell und der Ofen startet mit dem Vorheizen. Beachten Sie die Zubereitungshinweise für den Mini-Kombidämpfer auf dem Produktetikett. Wir empfehlen die Zubereitungsart Kombidampf. Ziehen Sie hierzu die Schublade aus dem Gerät. Entfernen Sie den kleinen Deckel auf der linken Seite und füllen Sie ca. 1 Liter in die Wasserschublade ein. Schließen Sie den Deckel und schieben Sie die Schublade bis zum Anschlag in das Gerät zurück. Anschließend drehen Sie den Garfunktionsregler auf Kombidampf und stellen die längste Zubereitungszeit ein. Öffnen Sie vorsichtig die Ofentür und schieben Sie die vorbereiteten GN-Behälter auf die dafür vorgesehenen Schienen. Mit dem Schließen der Tür beginnt die Zubereitung. Schieben Sie die weiteren Gastronombehälter gemäß Zubereitungszeit nach. Wichtig ist, dass die GN-Behälter auf die Schienen geschoben werden, damit in bis zu 3 Behältern gleichzeitig zubereitet werden kann. Nach Ablauf der Zubereitungszeit messen Sie die Kerntemperatur. Diese muss mindestens 75 Grad betragen und schriftlich dokumentiert werden. Bitte warten Sie mit der Reinigung, bis der Ofen abgekühlt ist. Für die tägliche Reinigung lösen Sie die Schraube und nehmen die Schienen aus dem Gerät. Geben Sie diese zur Reinigung in die Spülmaschine. Nach dem Entnehmen von beiden Schienen säubern Sie den Innenraum mit handelsüblichen Reiniger. Ziehen Sie nun die Wasserschublade aus dem Gerät. Entfernen Sie den gesamten Deckel und reinigen Sie die Schublade per Hand, da diese nicht spülmaschinengeeignet ist. Entkalken Sie den Ofen bei sichtbaren Kalkablagerungen. Hierzu entnehmen Sie neben den Schienen auch die Rückwand mittels Lösen einer Schraube aus dem Ofen. Gießen Sie anschließend handelsüblichen Entkalker in die Wasserrinne im hinteren Bereich des Ofens. Schließen Sie die Tür und stellen den Garfunktionsregler auf Dampf. Starten Sie den Ofen über die Zeitschaltuhr. Sobald die Flüssigkeit in der Wasserrinne anfängt zu kochen, stellen Sie den Ofen aus und lassen das Ganze einwirken. Zum Schluss entfernen Sie die Restflüssigkeit aus der Wasserrinne.